Soße, Sees, Hallöchen, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. 7 Days to Die mit dem lieben FL Dave und mir, Lunetschki. Im letzten Einen Part haben wunderschönen wir guten ja Morgen. einiges gebuddelt und wollen heute mal ein bisschen Action machen. Und ich sehe gerade, wir können uns wieder voll die Schnauze hauen. Ich? Das finde ich super. Yes, ich hab's geschafft. Jawohl! Nein, mein, scheiße, mein Spawnpunkt. Oh, wo ist denn der? Da ist, du kommst da jetzt noch nicht hoch, du kommst da 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 nicht hoch, du Ich kommst komm da nicht nicht hoch. hoch. Ich bleib unten, ich bleib unten, ich bleib unten. Ja, ja, Nein, du kannst wieder hochkommen. Und zwar, ja. ich habe ein bisschen Mist gebaut, Leute. Der FLDF hat Mist gebaut. Leute, hört euch zu. Hört zu und staunt, ja, denn, es gab ja dieses Voting, Offscreen, Onscreen, ja, und ich habe absolut komplett verpeilt, dass dieses Hashtag Dave ist eine stinkende Fleischfotze, Dankeschön dafür. Das Voting ist für Onscreen, das habe ich komplett überlesen. Da lachst du blöde, hä? Du Dass Arschloch, auch noch ey. so viele mitgemacht haben, Leute. Das war eigentlich nur ein Spaß, aber. Ach, Mann. Ja, und das habe ich komplett überlesen, sondern nur die Kommentare mit Onscreen, Offscreen. So stand das halt dort. Und da waren viele, die Offscreen geschrieben haben. Dann habe ich gedacht, okay, baust ein bisschen, baust ab das ganze Zeug. Und erst später habe ich realisiert, Mensch, das stinkende Fleischfotze, das ist doch das Onscreen. Gut, ich habe schon ein bisschen vorgebuddelt. Ist jetzt nicht Sorry so dafür. schlimm, Leute. Also, ich finde. Deswegen kommst du jetzt mal mit, denn es ist alles ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus. Hashtag ist doch gar nicht so schlimm, wenn ihr meint, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Und jetzt gehst du mal da rein. Oi, 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 Parkett. So, und das ist der andere Raum. Und, So, und dann gibt's noch einen Raum. Gerade durch. Und das ist dein Paradies. Was? Warum muss ich erst durch die Toilette, um in mein Zimmer zu kommen? Wieso durch die Toilette? Nee, ist nur so gesagt, aber. Nein, das ist ja hier. Hier wird zu Gemeinschaftsraum. Wird ein Gemeinschaftsraum gestellt, okay. Wird ein rein Gemeinschaftsraum. Hier Das ist so ein Schlafzimmer. ist so wie so ein, hier pennen die Kumpels, genau. Also, und das Hä? wird die Farm. Ich erkenne das gerade alles gar nicht mehr wieder. Moment, von hier Ja, weil kamen die. wir runter. Ja, weil die Türen waren hier vorne, waren die. Die waren hier so drin. Ja, warum sind die jetzt nicht mehr da? Weil du erstmal ganz Ach, kurz hier ist mitkommst. quasi die Empfangshalle dann. Ich habe hier einen kleinen Tischchen und. Jein. So, und das hier wird die Farm. Ist noch nicht so jetzt. Dufte aber. Moment, mein Gehirn realisiert das gerade alles nicht mehr. Ja, es sieht ein bisschen anders aus alles. Du hast das Badezimmer kaputt gemacht? Ich hab das Badezimmer kaputt gemacht. Aua, aua. Nein, und zwar, habe ich ja mal noch eine Frage an dich jetzt generell. Oh, hau ja ab mir da schon. Ich bin unschuldig. Und zwar, wie wollen wir das machen mit dem Aufstieg? Oh Gott, das gefällt mir. Oh, Klick. Ist doch noch leer. Und zwar, wie wollen wir das mit Erstmal dem was Aufstieg wieder, machen? Moment. Ich kann ja eigentlich immer nur eins rausnehmen. Ich kann immer entweder nur die Hälfte rausnehmen oder alles. Wie Ich weiß nicht, ob jetzt? ich auch nur eins rausnehmen kann. Dann muss ich immer gleich rechts klicken. Ist ja doof. Telefon. Oh, das Telefon. Wer ruft denn da an? Könnte wichtig sein. Ich weiß es nicht. Ich geh mal ran. Bis gleich. Jupp. Ah. Da kann ich ja derweil schon mal ein bisschen erzählen. Und zwar, ja, wie gesagt, das habe ich komplett verpeilt, dass das mit diesem stinkenden Fleischfotze das Voting war. Ist aber jetzt vielleicht mal nicht so ganz so schlimm. Und zwar habe ich hier so ein bisschen geplant, dass hier Luna irgendwie sein Reich aufbaut. Also, weiß ich nicht, Swinging Pool oder oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Das lasse ich Luna komplett über. Hier ist halt, das Lager kennt man ja ganz normal. Hier ist Gemeinschaftsraum. Ganz normal. Schlafzimmer. Alles tutti frutti. Die Farm ist, wie gesagt, noch nicht so ganz ausgereift. Das braucht noch ein bisschen. Würde ich sagen. Es ist Tag 5, sehe ich gerade. Hat das mal gespeichert jetzt mal? Endlich? Irgendwie? Wäre cool. Und, ja, die nächste Entscheidung ist jetzt eben, wie machen wir das mit diesem Aufstieg? Weil leider ist jetzt nicht so ganz duftet, deswegen hatte ich eigentlich geplant, dass wir zum Beispiel hier, also wo ich jetzt stehe, eine Treppe hoch machen. Bis nach ganz oben. Ist, Riesenarbeit zwar, aber, pff, ja, gut, ich meine, läuft, ne? Würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal warten, bis Luna irgendwie mal wieder kommt. Und, ach, da ist er ja schon wieder. Ah, oh, so.
Da ist er wieder. Ich habe ganz kurz erklärt, ich habe ja meine Aufnahme noch laufen. Ach so, gut, ja, gut. Und, okay, ich komme wieder in 3, 2, 1. So, da ist das schon guten Morgen vorbei. Zurück. So, liebe Leute, dankeschön. So, ich habe jetzt gerade die Leute erklärt, so ein bisschen, was so alles ein bisschen die ganzen Räume sind. Und was jetzt auch noch wichtig ist, eine Frage an dich. Wie wollen wir das mit dem Aufstieg machen? Also, ich habe ja geplant, weswegen ja auch die Türen da weg sind, ist, dass wir eine Treppe, die wir vielleicht von hier aus, sagen wir mal, anfangen, so eine drei, also so drei breite Treppe nach oben machen. Eine Treppe? Ja, drei breit. Bei der Treppe kommen die aber leichter wieder runter, die Viecher. Oder hast du irgendeine Falltür? Nein, wir machen das irgendwie speziell. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn nee, da oben Viecher, weil so durch das Loch kommen sie immer nicht durch, weiß das immer ganz gut. Dann sehen wir hier, können die so, wenn da oben ja, welche wieso, sind. Aber wir kennen ja diesen Gang mit Fackeln ausleuchten. So, und da müssen die ja langsam runterlaufen. Da kannst du die von unten hochwärts abknallen. So, ganz seelenruhig, weißt du. Ja, okay. Also willst du eine Treppe machen? Können wir versuchen, ja. Es geht wieder, es geht wieder. Das ist die Rache. Scheiße. Manu! Muss ich gucken, wo sein Spawnpunkt ist. Da vorne. Kalonk! Nein! T-Bang! Endlich geht's wieder! Endlich geht's wieder! Endlich kann man sich wieder gegenseitig umklatschen! Es geht wieder! Es geht wieder! Das war übertreibt, Leusos! Das hab ich gebraucht! Hier hast du deinen Scheiß wieder! So. Klick, 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 klick. Meine Munition ist weg. Hat einfach verballert, der Penner. Und guck mal, wir sind am Tag 5. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Hornet died. Oh, eine Nisse ist gestorben. Einfach so. Die arme Hornetnisse starb. Eines einsamen Todes. Fernab von ihrer Heimat. So Klicker? Ja, genau. So. Ach nein, nein, wieder runter. Was machen wir denn jetzt? Ja, die Festung weiterbauen, würde ich sagen. Die Festung weiterbauen, oder? Ja, dann komm mal mit. Immer schön. Okay. Aber es sieht schon ganz schnuckelig aus. Ich wollte nicht alles komplett Steinholz machen, das wäre ja, es sieht schon schön aus. Das ist auf jeden Fall, ja. Hatte. Ich muss wieder durchs Lager, um in mein Zimmer zu kommen. Ich bin quasi richtig weit abgeschieden. Nein, ja, na, ja, doch. Wollen wir nicht ineinander wohnen, Dave? Nein. Dann kannst du mir abends beim Masturbieren zuhören. Na, hi. Boah. Oder was? Nee, also. Boah, ich komme. So klingt das dann ungefähr. Lol, Sosa, seh ist alles voll. Sosa, was ist das denn? Was vielleicht denn? Woodplank. Ja, hab ich jetzt weggeschmissen, kannst du aufnehmen. So, und jetzt nimm die ganzen Steine hier raus. Was heißt? Ist das? Oh, Blödsinn im Kopf. Nein! Deine Mutti! Du sollst den ganzen Stein da drin aufnehmen, dass wir jetzt endlich loslegen können. Okay. Der hat nur Blödsinn im Kopf. Cobblestone. Eine Menge. Was ist denn das denn wieder? Ich find's lustig, du nicht? Mann! Oldswin, okay, den Rest. Jetzt hab ich die Tür kaputt gemacht. Ey, ich hab grad viel. Nicht, nein! Ich weiß nicht, ob irgendwas Dämliches im Schilde führt. Sag das. Ich nehm dich hoch. Ich hab vergessen, den Timer zu starten, oder? Der. Keine Ahnung. Nein, der ist aus wegen dem Anruf. Ja, gut. Oh, fuck! Wegen dir hab ich jetzt keine Waffen mehr. Mach mal was. Komm hier nicht hoch. Ja, wieso auch immer die im Haus spawnen können. Ach so, ja, wie sieht das eigentlich aus mit diesem Hausabreißen? Boah! Da fangen sie an zu rennen! Auf zu rennen! Ja, ich habe keine Waffe mehr. Kriegst du gleich wieder. Scheiß Spider-Zombies.
Boah, ich hab Geräusche. Dankeschön. Oh, wow, ey. Wasser. Und weiter geht's mit Festungsbau. Endlich. Also mal kurz mich heilen, ey. Das ist heftig, Leute. Ach, du wirst es überleben. Deine Fackeln bist du sicherlich auch gleich wieder haben, oder wieder, was oder wer? Was für ein Ding? Deine Fackeln. Nee, die kannst du, ich hab ja noch. Okay. Hoppala, hat gerade extrem geruckelt bei mir. Ich guck mal kurz, ob mein Timer, ich weiß ja nicht, ich anrufe eben. So. Hat das komplett auseinandergenommen. Ich sehe nicht mehr, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, startest du meinen Timer und bei 10 Minuten oder sowas stoppen wir dann die Aufnahme. Würde ich jetzt ganz spontan sagen. Okay, Menü. Timer. Machen wir einfach erstmal 10 Minuten oben drauf. Ja. Wir haben ja dann 10. Sehen wir dann ja nach 10 Minuten. Okay, dann werden wir gleich kurzes Päuschen machen, Leute. Wie eben schon bei mir. So, wo bist du? Ah, da bist du. Gut. Oh, hier hinten gerade weiter. Sehr schön. Dass wir wenigstens erstmal eine Seite haben. Ja. Es hieß auch, wenn wir die Mauer bauen, dass wir oben einfach nur so einen Überhang machen, dann können sie da nicht mehr hochklettern, die Spider-Zombies. Dann schlagen sie nämlich ihren Kopf immer gegen die Mauer oben, weil die ja nicht außen rumklettern können. So wie es aussieht. Hoppala. Achso, also einen Block rauswärts hängen lassen, oder was? Genau. Ja, genau. Klar. Ich habe ja auch gelesen, mit Stacheldraht kann man die abwerfen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie Stacheldraht geht. Ja, können wir dann im Laufe der Zeit alles noch rausfinden. Ist ja erstmal wichtig, dass wir erstmal überhaupt die Mauer hoch genug kriegen. Dass wir überhaupt auch schon mal hin hochkriegen. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir ihn hochkriegen. Und danach sehen wir dann weiter, wie wir uns verhandeln, Dave. Ja, jedenfalls nicht mit dir. Ansonsten haben wir noch genug Kramagra vor Ort. Was für ein Zeug? Kramagra. Kennst du nicht? Muss ich alles kennen? Ist das Gleitgel oder was ist das? Nee, das ist so ein Potenzzeug. So was ähnliches wie Ach so. Viagra. Viagra nur aus Indien, glaube ich. Als Gelee und als Tabletten. Das Gelee ist so, wie so, ja, wie kennst du sicherlich sowas wie Monsterbacke, dieses Zeug, was man so aus der Flasche so rauszupft. Ja, kenn ich. So in etwa ist das. Schmeckt nur extrem bitter. Es wundert mich gerade, woher du das kennst, dein Geschmack. Sollte ich mir Sorgen machen? Huch, aus wenn einen daneben abgelassen. Du hast daneben einen abgelassen. Ja, ich hab gerade einen Steiner daneben abgelassen. Da freut er sich der Dave, ey. Oh Mann, ey. Ja. Nö, ja, das ist halt nicht günstiger als Viagra und einfach mal so aus Spaß drum probieren, warum nicht? Aus Spaß? Ach, so nennt man das jetzt. Ja. Ja, ich muss zugeben, ich hab eine schlaffe Nudel. Ja, wenn ich welche koche, dann sind sie auch schlaff, ist klar. Ja. Wir reden jetzt vom Essen. Ja, ich mag meine Nudeln immer mehr ein bisschen bissfester, al dente, weißt du? Ja, ist normal. Ja, so wie Reis, aber wenn die so aufgekocht ist, so übertrieben aufgequollen, das finde ich voll eklig. Voll eklig. So Asia-Reis ist immer lecker, weißt du, wenn er so gepappt ist, der geht immer, das ist aber so normaler Scheiß. Nachher Sushi bestellen, ey, freu ich mich drauf, ey. Irgendwie, wenn wir aufnehmen, bestellst du mal Sushi, kann das sein? Ja, heute nur eigentlich, hätte ich noch genug zu essen da, aber jetzt gerade wegen der Zeit und sowas und bla, und weil ich morgen sowieso unterwegs bin, gehe ich wieder einkaufen, weißt du, kann ich mir heute auch nochmal für einen Fünfer Sushi bestellen, ist ja kein Ding. Beziehungsweise für, ich glaube, 6 Euro, 24 Stück, die schmecken auch. Von daher. Okay. Und deswegen vielleicht noch ein bisschen Vorspeise dazu, geht das alles. Wenn du Nachspeise bin ich, war. Oh ja. Chili und Schokosauce eingewickelt. Der besonders, ja. Ich baue gerade Mist. Wegen dir. Ich habe gerade irgendeinen komischen Sound. Was ist ja irgendein Chat nebenbei aktiv. Ich weiß nicht, irgendwas klingt gerade im Chat. Problem ist, ich bin nirgendwo eingeloggt eigentlich. Vielleicht Google? Google Mail? Das kann natürlich sein, Google Mail habe ich aktiv. Und da seitdem Google Plus ja irgendwie alle Leute mich in ihren Kreis hinzufügen können und Google Mail mit Google Plus verknüpft ist, können mich auch alle anschreiben, weißt du? Ja. Oder Google Plus und Google Mail. Das ist nicht voll ätzend. Ich hasse sowieso jetzt das ganze Kommentarzeug, was jetzt über Google Plus läuft. Und, ich verstehe nicht, was an dem Kommentarsystem so schlimm ist. Es ist eigentlich viel besser als vorher. Ja, aber ich komme da irgendwie. Klar, man wird Google Plus aufgezwungen, klar, aber an und für sich funktioniert das Kommentieren und mit dem Alerts da oben finde ich wesentlich übersichtlicher als das alte Ding.
Ich denke immer ständig auf dieses Kommentar öffnen, Antwort öffnen, Antwort öffnen. Das ist jetzt einfach, hast du nur einen Antwortbaum, klickst du auf alle Antworten anzeigen und hast direkt alle Antworten auf diese eine Sache und auf deren Sache, die damit zusammenhängen, direkt übersichtlich in einem Baum. Den kannst du auch wieder schließen. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Problem ist eben bloß Google Plus. Das hätten sie auch so einfügen können. Das muss nicht mit Google Plus verbunden sein, ja. Aber die Sache an Google Plus ist halt, du richtest da einmal ein, machst alles auf nicht anzeigen, nicht teilen. Außer die Videos und dann bist du genauso anonym wie vorher. Da ist nichts anders als früher. Ich finde Trotzdem, ich eigentlich habe. der ganze Tert, der da gemacht wird, weißt du, ist einfach nur wieder dieses typische, wir müssen uns dagegen sträuben, YouTube führt ein neues Channel-Layout ein und jedes Jahr kommen dieselben Petitionen raus, wo man sich jedes Jahr denkt, das hat letztes Jahr schon nichts gebracht, warum machst du das überhaupt? Es bringt nichts, Leute, dich darüber aufzuregen. YouTube wird da nichts verändern. Na, Google. Ist halt so. So. Fühlt euch dran oder wechselt die Plattform, ansonsten ist es einfach. Totaler Terz, sich darüber aufzuregen, hat noch nie was gebracht. Wir leben in einer Nicht-Demokratie. Ich muss sagen, ich komme jetzt mit dem System jetzt noch nicht so wirklich zurecht. Gerade mit diesen mit Kanal-Nachrichten oder irgendwie sowas. Blöde Hundisse! Soll ich gleich die nächste Schicht machen oder wie sieht's aus? Ja, fang bis. Also, die Festungsmauer geht ja bis hier hoch. Wo ich jetzt gerade stehe. Ah, okay. Also kannst du komplett alles voll machen. Wie immer. Wow. Wie eigentlich immer. Ja, alles beschmieren mit Kacke. Schmutz. Die scheiß Hornisse ist ja weg. Die ist ja. Mann, nur Was hat er denn? Ja, weil die Hornisse ist genau hier dort, wo die Festung hin muss. Die ist tot. Aber ich kann nichts platzieren, keine Steine, nichts. Ah, jetzt ist sie weg. Blödes Vieh, verdammt nochmal. Ja, es läuft doch, es sieht doch gut aus, oder nicht? Es geht gut vorwärts auf jeden Fall, ja, so ist es nicht. Also von dem her, die Festungsmauer sollte kein Problem darstellen. Nö, eigentlich. Da die Zombies eh nichts mehr kaputt machen können, wie es aussieht. Ja. Und ich habe auch wieder mehrmals gelesen, ja, mach doch eine dünne Mauer, mach doch eine dünne Mauer. Leute, keine dünne Mauer, das ist Festungs-PvP. Der steht eher auf dicke Sachen. Ja! Was? Die richtig dicken Dinger. Ja, lang und dick müssen sie sein. Das spürt ja nichts. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Ja, der ist schon. Es ist, komm, du mit deinem Stuhlfetisch. Brauchst mir gar nicht zu kommen. Was hast du denn gegen Stühle? Ich habe ja nichts. Ja, ich habe gegen. Also, der Stuhl jetzt. Ja, den ja. Stuhl, sondern den Stuhl. Ja, also Dave, der mag keine, der sitzt sich lieber auf dem Boden, weißt du? Ja, ich bin Chinese. Weißt du? Jetzt bleibt im Boden am Laptop. Heng Chang Wang. Chingane, go. Und da bin ich gerade Reis. Ja, lass meinen Reis in Ruhe. Das ist immer dieses Vorteil, weißt du, Chinesen und Reis. Italiener essen auch den ganzen Tag Pizza und Spaghetti. Die Deutschen genau. Sauerkraut mit Eisbein und tragen den ganzen Tag Lederhosen. So sieht's aus. Engländer sind nur besoffen, aggressiv und am Regenschirme. Weil es regnet ja nur in England, ist ja klar. Es ist keine Sonne, es ist nur neblig und englischer Nebel, ja genau. Ja. Neblig und englisch, ach, sowieso. Ja, ne, das sowieso. So, Luna stinkt die ganze Zeit. Hey, Moment, das stimmt. Das ist ja kein Vorurteil, das ist ja eine Tatsache. Ja, stimmt ja auch wieder. Den rieche ich bisher her, das ist ekelhaft. Ich sitze ja in Gasmaske. Weißt du? Das ist furchtbar, also ganz ehrlich, das ist... Also, das mit Luna das aufnehmen, das ist echt eine Qual. Das wollt ihr nicht wirklich, das wollt ihr nicht. Das stinkt so bestialisch. Ja, das ist so noch Stuhl. Ja, richtig wie so frischer Holzstuhl, lackiert, weißt du? Ja, das wird ja noch gehen. Aber bei dir ist irgendwie jeder Geruch irgendwie, weiß ich nicht. Aber frische Lacker, die sind richtig, da kriegst du echt Kätze von. Und nö, also ich kann damit leben. Das ist auch allgemein, dieses ganze Kinderspielzeug zum Beispiel, weißt du, das ist total giftig. Ohne Witz, es war einmal so, in der Grundschule haben wir dann neue Sachen bekommen für den Hort halt. Ich war ja Hortkind, lol. Lol. Zumindest bis zur vierten Klasse. Ich glaube, ab der fünften war ich immer zu Hause dann. Aber bis zur vierten Klasse einschließlich war ich Hortkind oder zur dritten, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben wir dann da neue Sachen bekommen. Größtenteils aus Holz, sowas wie Jenga eben, also dieses Turmumfallspiel und sowas, weißt du. Eine Menge Holzkram halt. Und das hat alles ausgepackt, so extrem gestunken. Mir wurde richtig schlecht und schwindelig von der Scheiße. Da soll mal einer sagen, Spielzeug wäre nicht irgendwie bearbeitet, weißt du? Ja, das
Das ist alles bearbeitet. Weißt du? Also mit Photoshop bearbeitet, lol. Lol, so ist das jetzt. Irene Schizophrenia und so, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die gar nicht. Ich hab mit da irgendwie nicht. Ganz ehrlich, lass dich auch nicht drauf ein, das ist alles Quatsch. Mein Gott, ich finde das auch albern, dass sie da sich ein bisschen zurecht shoppt, aber. Wenn man schon, sag ich mal, sie ist ja nicht hässlich, das ist es ja nicht, weißt du? Sie steht einfach nur nicht dazu, dass sie einfach normal aussieht. Sie shoppt sich so extrem mager. Okay. Statt einfach zu ihrer Normalität zu stehen. Wie gesagt, sie ist ja trotzdem nicht hässlich, sie sieht doch trotzdem gut aus. Sie ist ja kein hässliches Mädel, weißt du? Hm. Ja, ich find's so schade, dass sie dann immer alle beleidigt und vor allem, sie ist auch sehr oberflächlich, weil sie ist ja immer, macht ja immer so Fotos gegen Mobbing und sowas, weißt du, kein Mobbing und blablabla blibling, und mobbt aber selber andere Leute und beleidigt sie permanent grundlos. Leute. Eigene Community. Macht ständig Fotos, auf denen sie sauft und raucht, weißt du? Und wenn irgend so ein 13-Jähriger was dazu sagt, dann sagt sie auch mal, bist du ja bloß eifersüchtig oder neidisch, weil du ja nicht noch nicht weit weggehen kannst, Party machen. Ist klar! Wenn man eine Community hat, die durchschnittlich im Alter 15 ist, dann muss man damit rechnen, dass solche Kommentare kommen, weißt du? Das stimmt allerdings. Das ist einfach nur total, die ist total oberflächlich und ein bisschen plump. Hat sie alles nicht nötig, aber die ist einfach nur, das Photoshoppen ist nicht das Problem, aber wenn man einfach so von sich aus ein schlechter Mensch ist, dann... Ja. Da war irgendwas. Was? Empty Cobblestone? Ich kann den Cobblestone durchsuchen hier. Kannst du das auch? Empty Cobblestone. Ich kann in den Cobblestone was reinlegen. Ich leg dir mal was rein, mal gucken, ob du es looten kannst. Kartoffeln. Oh, da sind Kartoffeln im Stein. Das ist dumm! Nun, er macht auch immer wieder das Spiel kaputt. Ja, ich bin der Game Crasher. Crash Bandicoot, ey. Oh, mein Lieblingsspiel. Was hab ich das damals gesuchtet? Oder Spyro, der lila eine Drache. Oh. Ich muss sagen, Spyro war technisch immer übelst geil. Ich meine, überleg mal, wie es auf der PlayStation 1 schon aussah, mit den ganzen Animationen, Bewegungen. Die Sprachausgabe war selbst auf Deutsch relativ gut. Spyro hatte eine gute Sprachausgabe gehabt. Ja. Und, Spyro war schon nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich bin jetzt, fertig. Ich habe keinen Cobblestone mehr. Du hast keinen Cobblestone mehr? Nope. Komm mal her. Du bist noch lange nicht fertig. Viel Spaß. Danke, Shane. Oh, heute ist mal ein bisschen Festungsbau angesagt, Leute. Ja, muss auch mal sein. Und wir kommen ja ist ganz schön weit voran hier. Naja. Leute. Ja, ich habe die Spiele immer nie gespielt, weil ich ja nie eine Playstation hatte. Ich wollte doch ehrlich gesagt gar keine, weil die meisten Spiele haben mich persönlich ja nicht angesprochen. Hm. Ich mag auch die Controller bis heute nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir zwar mal einen geholt, aber ich finde die Controller nicht gut. Weiß nicht. GameCube war gut, Super Nintendo war spitze, der Xbox 360 Controller und der Xbox One Controller jetzt sind super. Aber PlayStation mochte ich noch nie. Dieses DualShock, das ist irgendwie total unhandlich für meine Hände. Nö, ich mag auch nicht, dass zum Beispiel der 3D-Stick da unten ist, was oben. Das ist für mich total unkomfortabel und verkrampft die Hand aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so locker tragen. Ich bin halt. Ich bin halt mit PlayStation meiner. Aufgewachsen. Ey, oh. Du bist ein Penner. Du hast mir einfach einen Weg gebaut. Ja, aber das ist jetzt falsch gebaut. Ja, weiß ich. Ja, dann. Ja, ich kann dich ja nichts für, wenn es auf einmal so. Ja. Ich hab ja ganz normal gebaut, du baust auf einmal daneben, dass das Ding überschlägt und ich überschlag dir auch gleich eine. Auf einmal kam der Papst als Lichtgestalt. Das ist nicht gut. Ach, du kennst den Poop ja noch gar nicht. Was kennst du alles für ein Licht, Alter? Sosa, seh's, lol, schwammig. Ja. Muss ich dir nachher zeigen. Gut, bin ich so. Ist ganz witzig. Huch. Ja, nee, wie gesagt, also. Wie ist da was? Nee, ich dachte schon. Ja, du hast immer wieder was, ne? So. Das läuft hier. Schau dir mal an hier, wie weit wir schon und? Sind. Genau. Weil hier kommt ja dann der Turm noch hin und alles. Aber die Türme mache ich dann später. Da ist jetzt irgendwie. Achso, hinhocken geht auch. Ja, oder so, ja. Läuft. Geht schneller voran als gedacht, was? Und wir haben einen. Ja, unserer schönen Festung. Mauer zumindest. Machen wir innen noch einen schönen Hof mit dem Brunnen, wenn wir den Brunnen abbauen könnten. Ja, weiß ich. Also, du kommst jetzt gleich mit Sachen. Natürlich. Denn da muss das schon aussehen wie bei Game of Thrones. Die Welt bauen wir jetzt nach. Das sind fast so ein Arsch offen, oder? Hey, für dich doch immer, Schatzi. Ja. Ist ich hätte. Ah. Anders, wenn ein Kommentar kommt.
So. Ja? Wir haben ein Problem. Das da wäre? Naja, wir bauen ja hier die Festungsmauer, ja, mit Türmen und alles. Kannst du ruhig weiterbauen. Wieder runterkommen, meinst du? Nicht das. Wir kommen ja hier raus. Wir bauen uns noch einen Eingang und dann ein Tor. Eine Stalltür oder sowas. Wenn's geht. Wo wollen wir das Tor hinmachen? Vorne. Also hier, wo ich jetzt stehe. Zum Haupteingang des Palastes, ja. Und halt einfach so einen Durchgang machen, den wir abends schließen können. Also so eine doppelte Stalltür. Ich würde sagen, wir legen dann einfach daneben eine kleine Kiste, die wir auch mit Cobblestones füllen vielleicht, dass wir dann auch immer, wenn es zu hart auf hart kommt, das Tor einfach zubauen. Mit Cobblestone. Ansonsten irgendwie eine Doppelstalltür oder sowas, weißt du? Wenn ich jetzt wüsste, wie eine Stalltür geht. Brauchen wir Eisen und... Sicherlich interessant. Ich komme dir mal entgegen, ich komme auf die andere Seite. Ja. Hast du noch so viel Stein oder was? Nicht wirklich, aber ein bisschen kann ich mal vorbauen. Ist ja kein Ding. Ich hier ist noch relativ niedrig alles. So, ich habe keine Steine mehr. Läuft, das sieht doch gut aus, oder? Hat schon mal was. Hier ein bisschen Ruine ist noch da. Ja, gut. So, und wie machen wir das mit dem Haus mal? Abreißen? Würde ich sagen, unten, ja, das wir erst mal durchbuddeln auf jeden Fall. Also komplettes Haus wegreißen. Achso, das Haus nicht, nein. Das ja meine ich, wieso nicht? Das wird dann nach dem Dach ersetzt, dann machen wir dann irgendwas Schönes hin, aus Cobblestone. Also wegreißen. Eine kleine Festung mit so einem Thronsaal, wo ich dann immer sitze. Der Thron steht doch schon drin, das ist die Kloschüssel. Nee, ich will das jetzt noch lassen, komm, selbst wenn, dann müssen sie sich erstmal durch das Haus bauen, bevor sie direkt in den Keller gehen, weil wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt direkt... Ich würde sagen, der Part ist zu Ende. Die Uhr hat nämlich schon vor ein paar Minuten geklingelt. Die ist auf jeden Fall jetzt durch. Telefon. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier an der Stelle. Auf deiner Folter wiedersehen. Tschüssikowski, blablabla.